Der Julian. Also. Sollte auch mal spielen. Also ich würde. Ehrlich gesagt würde ich Remo verladen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. 70 und der soll Spielpraxis kriegen, nochmal woanders. Halt null Sinn. Ja, schauen wir mal, ob das hier besser wird. Okay. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Also war die Gladbacher Jugend in der zweiten Mannschaft so stark oder ist Borussia Dortmund zwar einfach so schwach oder waren wir einfach nur schlecht? Das ist ja halt die Frage. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die zweite Mannschaft von BVB, also die Zweiermannschaft, dass die so, also die Nachwuchsmannschaft hier praktisch, dass sie so schlecht sind. Naja, da denke ich mal gerade, Rieckhoff setzt sich auch gerade durch. Linke Seite von Kevin Kraus, ne? Das Zuspiel war gut von Rieckhoff. Das ist jetzt nicht Mané. Filippo Mané. Und der ist halt schnell, der Junge.
nachdem Aaron Opoku eh nicht verlängern möchte und unbedingt weg will vom Verein, würde ich sagen, gehen wir ihm mal den Abgang. Jetzt habe ich schon wieder falsch eingestellt. Jetzt hat sich Morey ist angeschlagen. Knöchelprellung, ja gut, da werden wir jetzt nichts anbrennen lassen. Schaut sich immer so aus, aber jetzt mal das Spiel nach. Wir haben auch eine harte Vorbereitung, muss man auch sagen. Und ich will, dass die Mannschaft halt diese Vorbereitung eher einfach mitzieht. Ja, Ragnar Ache. Wenn wir das Problem mit dem Geld nicht gelöst kriegen, müssen wir wahrscheinlich auf die Jugend zurückgreifen. Also Oskar Brokutschuk wird dann hochgezogen. Auf jeden Fall mal auf der Stürmerposition. Auf der Zehnerposition haben wir dann momentan keinen. Aber ich denke mal, vielleicht kriegen wir noch ein paar Spiele auf Leihbasis. Und Remus sollte dann vielleicht auf Leihbasis auch irgendwie wechseln. Also 4-1 führen wir hier. Auswärts. Beziehungsweise im Trainingslager. Also wie es ausschaut, ist die zweite Mannschaft von BVB und Gladbach auch hier bei uns mit dabei. So. Jetzt wechseln wir mal komplett durch. Mike Gärtner wird kommen für Frederik Jäckel. Innenverteidiger. Ein bisschen Frische reinkriegen. Vucic. 8. Position, zentraler Mittelfeldspieler. Ayub Bagdati. Es ist ein schneller Stürmer. Haben wir dann noch Reinheimer. Das ist ein Zehner. Können wir die beiden Flügel runternehmen, können wir auch, aber da müsste ich dann noch einen zweiten Stürmer bringen. Oder können wir machen, ja. Zum Beispiel ein vorgeschobener Spielmacher. Und dann bringe ich als Stavridis zum Beispiel hängend für Redondo. Das bedeutet auch, dass die beiden hier nicht mehr breit machen sollen. Kevin schaut auch nicht ganz fit aus. So. Bevor sich irgendjemand verletzt.
Die Jungen ist das ja auch noch eine. Also ich meine, BVB 2, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die sind in der dritten Liga. Wäre ja für die auf jeden Fall eine absolute Erfahrung, die sie da sammeln können noch in der Vorbereitung. Bei Vincent Müller kriegt jetzt auf jeden Fall eine ganz andere zu tun. Ach so, wenn ich hier ein Spiel verkaufe, kriege ich doch 80%, 20% bekommt der Verein, ne? So war das. Gerade eingefallen. Ja, dann würde es ja passen, ne? Dann würde ich halt, weiß nicht, wahrscheinlich 800.000 Transferbudget kriegen. Wie scheint's? Müssen wir dann schauen, wie wir das dann machen. Sollte Opoku gehen, ne? Es wäre super, wenn ich dafür. Boah, Gusic, nachgesetzt. Wunderbar. Dass ich noch ein paar Spieler runternehme, zum Beispiel Nihes. Kukoc hat auch nicht mehr Fitness. Ich habe aber keinen Linksverteidiger mehr. Was ist denn bei ihm eigentlich aus? Deckung spielt er schon nicht. Dass wir dann nochmal links aushelfen müssen. Geht nicht anders.
Der Semisahin, der gefällt mir schon da auf der Sechser Position. Sogar Karriere machen. Also das ist sogar eine 8er. Schau, den können wir sogar noch umziehen. Auf die 8er Position. Ja, tolles Testspiel. Hat es noch nicht viel Aussagekraft, aber ja. Einige Junge haben sich da schon reingekniet. Ferner Wechsel zu Bochum, ob das eine gute Entscheidung war? Okay, ein bisschen. Boboko bestätigt den Wechsel, also der geht. Eins Komma sieben Transferbudget bekomme ich. Wollte weg. Okay, 1,7 Transferbudget habe ich bekommen. Gehaltsbudget 13,8. Also wir können wieder das Gehaltsbudget jetzt erhöhen. Oder wir schauen, dass wir mal einen Ersatz finden. So, dann kommst du nochmal auch einen Ersatz dahinter. Einmal. Das wird minus 508.000. Bei ihm weiß ich noch nicht, ob was steht. 12.1. Und dann bräuchte man noch einen Flügelspieler. Das hat Kaderplaner. Ja, da haben wir noch die Jungen drinnen. Wer kommt da in Frage? Badenk von Bochum wäre eine Möglichkeit. Oh ja, da wäre eine richtig gute Möglichkeit. Den wollte ich mir jetzt gerade hier einmal hinzufügen, jawohl. So, er würde mich kosten 375.000. Das wären 10er. Er kann auch rechts spielen. Angebot von Holstein. Das ist in Ordnung. Schwer in Ordnung. So, einmal. Transferverhandlungen durchgesickert. Ja, nochmal auf. Was hat er gesagt? 393, glaube ich, war das. Können. Jawohl. Die verlangen so viel Beratergebühren und Loyalitätsboni. 403 auf 442.
sehr gut was rausfahren, ne? Also Jeremy Dudt sagt eher dorthin gehen, gut, auch nicht so schlimm. Also die haben Erdkommas Angebot akzeptiert. Okay. Gut. Eliuka. Den wollten wir ja sowieso abgeben, oder? Also Duzia kommt nicht zu uns. Jawohl. Ganz kurz. Schuldenkredit, wir haben 949.000 Transferschulden. Okay. Können wir aber noch abbauen, das ist nicht so schlimm. Klauseln. Wir kriegen im Januar und im Juli kriegen wir nochmal 100.000. Okay. Warum habe ich jetzt 1,7 gekriegt? Ich habe 2 Millionen ausverhandelt. 1,7 habe ich jetzt schon bekommen. Die kaufen wir auf. Weil der wird uns zu teuer, der Ragnar. So, ich brauche einen Athletiktrainer. Einen vernünftigen. Sind nur Italiener. Keinen vernünftigen deutschen Trainer mehr, oder was? Gut, wir wollen zum Italiener. Ja, die verlangen sogar weniger. Eindeutig weniger. Wenn wir da noch 12 rausholen können, 14.000, jawohl. Ein bisschen mehr raus. Hat es sich schon entschieden? Glaube noch nicht. Ali Majulu.
Koordinator brauche ich nicht. Ne? Das jetzt nicht funktioniert so. Ja, egal. Schauen wir mal, was kostet der. 87.000 Tag. Geht schon. So, ein Assistenztrainer. Wir haben das Problem in der Defensive. Defensivtechnik. Ja, Ballbesitz. Also Defensivtechnik und Ballbesitz. Okay. Schauen wir mal. Das ist keine Defensivtechnik, aber. Assistenztrainer, wenn ich, wer macht Defensivtechnik? Das mache ich, wenn ich das, also Defensivtaktik, ne? Aber dann kann ich die, ich schaff's, ne, es geht nicht, das funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Dann nehmen wir den einen Soldo, also den einen Soldo gehen wir zurück, den anderen nehmen wir. Schauen wir mal, wie wir das unterbringen. So. Also, Andreas Luther hat die Nummer 1, die Nummer 24, kommt Vincent Müller. Schaut Zimmer hätte gerne die 39, ich weiß nicht, warum wir so eine hohe Zahl haben. Marlon Ritter hätte gerne die 10. Wie kommt er? So, Daniel Wedi kriegt die 6. Frederik Jäckel kriegt die 7. Morik kriegt die 13. Bornstadt kriegt die 14. Aremo wird wahrscheinlich auf Leihbasis gehen, wissen wir noch nicht, aber der kriegt einmal die 17. Semisahin kriegt dann mal die 19. So, dann haben wir Ragnar Ache, der kriegt die 21. So, werden einmal abgegeben. Dann. Oskar Prokopchuk. Ist jetzt ein Thema für uns, der Oskar. Darf jetzt bei uns mittrainieren. Wir wissen nicht, wie weit es geht, aber er darf uns mal mitnehmen. So. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Rücknummer. Oskar hat die 32. Okay. So. Mathieu Moret hat jetzt nicht schlecht gespielt. Das ist die Frage. Extraklasse 2. Bundesliga. Wir haben eigentlich keinen guten Stürmer. Das heißt, der Mathieu Moret könnte unter Umständen im Winter wieder gehen. Mit 62. Schaut, Zimmer hat sogar eine 6,52. Denk hat
Ach Gott, Alter, nein. Holstein Kiel kriegt Patent mit so einer, Alter, nein. Ich habe ihm mehr Gehalt geboten. Oh Mann. So. Macht ihm kein Angebot für. Wenn mehr da ist, würde ich schon Zimmer verkaufen, weil dann haben wir nämlich ordentliches Geld weg. Er hat eine Ausstiegsklausel. So. Ich brauche immer noch einen Recht. Also ich brauche eigentlich praktisch einen Rechtsflügelposition. Herrera holen. Anfängt von, also der kommt mal nicht zu uns. Noch was anderes. Sinani. Oder Simakala. Nein, Simakala ist ein Spieler. Samuel Bamba von SC Freiburg ausleihen. Weiß nicht. Das müsste auf jeden Fall ein 3, 4 Sterne, 3, 4,5 Sterne Typ sein. Ja, da hätte man zum Beispiel Kevin Paradies. Ist ein Amerikaner. Er spielt über die linke Seite, okay. Überlinkt. Flankenspiel ist nicht so seins. Also das ist schon besser. Das, was bei Quali ist, die Einsatzorder. In einer Kaufoption. Ja, die wollen sicher mindestens 7,5 haben. Mindestens. Bekommt keine Arbeitserlaubnis. Naja, dann, was wollen sie denn da noch? Außerdem für 1,1 ist ja ein Witz. Ah, Mann. Hat den Winkler. Durchschnittliche Spiele. Ja, aber ich brauche halt dann Backup-Spieler noch. Also ich brauche halt einen, der wirklich vorne rechts. Ich meine, wir haben halt Richmond Dash, ja, mein Gott, aber mit dem kann ich nicht viel anfangen. Wenn ich den Sean Bloom als Backup dazu nehme. Das ist ja okay.
eigentlich ganz anders. War bei Hertha. Ja, dann soll gehen. Das machen wir noch nicht, weil wenn der, das machen wir erst, wenn Schauzimmer weg ist. So, das ist. Der wieder auf seinen Vertrag absitzen wollen. Ordnung. Machen wir es so anders, dann kriegt der Lukas jetzt mal eine Möglichkeit auf Leihbasis in der dritten Liga vielleicht zu spielen. So, ist auch schon da. Wo ist mein Athletiktrainer? War noch ein Athletiktrainer, glaube ich. Das ist dann unser Leihkoordinator. Sollen wir bezahlen wahnsinnig viel Geld hier. Holy shit. Das war eigentlich nicht geplant. Was nicht geplant, sowas geplant. Er war ja nicht da geplant. Ja. So, der Team. Könnte da noch mithelfen. Genau. So, dann haben wir zwei, da haben wir zwei, da haben wir zwei. Was mit unseren Athleten hinaus. Ja, das geht in Ordnung. Voll in Ordnung. Da fehlt mir noch was. Das ist noch nicht. Da sind wir dann vorne. Nicht gut bestückt. Wenn wir das so machen. Schaut das Ganze doch ganz gut aus. Sieht fast ganz gut aus. Wenn ich noch einen Zweier-Torwart-Trainer da hätte.
Sinn machen. Ja, dann machen wir das auf. Ah, da geht Qualität wieder runter. Eieiei, das wollte ich so nicht. Naja. Oder wir drehen das doch. Er das macht. Er das macht. Passt ja wohl. Es ist jetzt egal, wie ich es drehe. Das ist. Wasch. Das ist scheiße. Da würde ich jetzt so sagen. Es ist einfach wurscht, wie ich das drehe. Einfach nichts. Schaut raus. Kann sein, dass wir jetzt ein bisschen schwächer spielen. Ich bin nicht sicher. So. Schaut, Zimmer wird wahrscheinlich wieder 50 Jahre brauchen, bis er mal Ja sagt oder Nein sagt. Stammspieler ist er bei mir nicht mehr. Ich habe jetzt gesehen, wir können Schaut, Zimmer eigentlich abgeben. Wir können sein Gehalt ansparen. Wir hätten nämlich dann, wir hätten nach wie vor noch genügend Führungsspieler im Kader. Bader. Ist der Klasse in der zweiten Liga? Gruber, Andreas. Könnten wir auch noch holen. Und Austria. Ja, den könnten wir schon holen. Schauen wir mal. Oder da den 21-Jährigen von Hofmann. Ah, der hat keine gute Einsatzrate. Ah, nicht. Der wird's nicht. Ja, das ist jetzt momentan so eine. Ein Spielchen, das dauert jetzt etwas.